Moin, Ulf hier. Ja, wir sind schon beim vierten Video bzw. dem dritten inhaltlich relevanten Teil angekommen zum Tutorial. Die Szene, die wir jetzt schon im Hintergrund sehen, haben wir, glaube ich, jetzt schon zum mittlerweile dritten Mal gesehen oder so, weil wir immer da aufhören, gefühlt an dieser Stelle. Diesmal geht es aber weiter. Wir sind ja jetzt mittlerweile mit Game angekommen, das heißt, es wird ein bisschen Kämpfe geben zwischen den Gegnern und uns. Und wir werden ein paar Flaggen einnehmen bzw. Flaggen eingenommen bekommen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Viel Spaß damit. Deine Feinde pushen nördlich auf die Haupt zu. Oder wie? Ich habe von da Feuer gekriegt. Ja, da sind wir auch schon bei der ersten Lektion. Ein Squad-Mitglied hat mir ja gerade über den Funk durchgegeben, dass nördlich der Hub Gegner sind. Allerdings befinde ich mich gerade im Gefecht und ich habe dem Gefecht eine relativ hohe Priorität eingeräumt, weil wir einfach die Flagge sauber haben wollten, um sie cappen zu können. Hab mir aber gemerkt, dass Gegner nördlich der Flagge sind. Was ich damit sagen möchte, ihr müsst nicht immer sofort Gegner markieren, euch genötigt fühlen, wenn das jemand im Squad durchsagt. Die anderen Squad-Mitglieder haben ja auch Ohren und können zuhören, dass nördlich der Hub was ist. Dafür muss nicht unbedingt eine Markierung setzen. Und es ist nicht schlimm, wenn ihr sie entweder weglasst oder vergesst oder überhört oder eben später setzt. Da seht ihr, dass ich jetzt die Markierung etwas später gesetzt habe. Ich meine, das waren jetzt ein paar Sekunden und besser spät als nie. MG befindet sich im Norden. Neocop, ich versuche erstmal zum Laufen zu halten, hauptsächlich. Feindfob befindet sich im nördlichen Command. Hier sehen wir dann nochmal das Menü, in dem man dann die Feindmarkierung etwas präziser setzen kann. Also das heißt auch hier wieder Rechtsklick auf die Karte, dann könnt ihr nach rechts gehen und wenn ihr drauf bleibt auf diesem Marker, dann seht ihr in der ersten Spalte, dass da die ganzen Infanteriesachen sind. In der zweiten Spalte sind so die leichten Fahrzeuge drin. In der dritten sind dann schon die schwereren Kampfwegen vorhanden. In der vierten ist dann sowas wie FOB und HAB drin. Und das fünfte ist zum Minenlegen markieren, beziehungsweise dort, wo Minen gelegt wurden, markieren. FOB im Norden von Westmuckley markiert. Auch hier wieder den anderen Squad-Leadern kurz Bescheid geben, dass irgendwo eine FOB markiert wurde. Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht genau an dieser Stelle in Kampfhandlungen verwickelt sind, aber vielleicht ist es für ihre zukünftige Planung sinnvoll und deshalb einfach kurz sagen, dass man irgendwo eine FOB gefunden hat und gut ist. Wie ihr seht, kann ich jetzt mal auf der Karte so die ganzen Sachen managen, das heißt mit irgendwelchen Leuten reden, Sachen markieren und so weiter. Das ist immer ganz gut, wenn man eigentlich gestorben ist, um ehrlich zu sein, weil dann hat man Zeit dafür, muss sich nicht mehr um das Gameplay direkt kümmern und kann einfach warten, bis man wieder aufgehoben wird. Also nutzt einfach die Zeit, wenn ihr tot seid, macht die Karte auf und fummelt da ein bisschen dran rum. Noch ein kurzer Tipp zur Karte. Ich nutze immer noch die Karte, die kommt, wenn man standardmäßig Enter drückt. Es gibt aber, ich weiß gar nicht mit welcher Version, das war auch relativ neu, eine, wenn man Caps Lock drückt. Das müsste Command-Menü heißt das in den Keybindings. Meiner Meinung nach die bessere Karte. Ich versuche es mir aktuell schon umzugewöhnen, aber es ist echt schwer, wenn man seit ja, Monaten mit der Enter-Karte spielt. Ein anderes Ich bekomme gerade, Kampffahrzeug dass bei kommt East nördlich an der Novo Flaggenwand wohl zwei gefahren. Russen oder mehrere Russen Aus sind. West, aha. Ich würde sagen, Bis HAT ich fertig. unterstütze mal meinen Mann beim Backup Nee, oder sollen wir erstmal lower Okay, cappen? hab ich schon gecapped. So, nachdem dann jetzt die ersten Flaggen alle gecappt und gesichert sind, sollte man sich dann mit den anderen Squad-Leads weiter absprechen. Ihr seht schon, dass einer aus meinem Squad parallel zu einem anderen Squad-Leader redet, was immer schwierig ist. Entweder ihr sagt dann, dass euer Squad-Mitglied mal kurz ruhig sein soll, oder ihr konzentriert euch wirklich nur auf das, was der andere Squad-Leader zu euch sagt und könnt dann im Nachhinein nochmal bei eurem Squad-Member mitfragen oder nachfragen, was er denn euch mitteilen wollte. Das war's schon. Cappt einfach Ja, nur stimmt. Novo und dann könnt ihr gleich nach Kropi weiterfahren, weil wir Hinterm cappen Zahn wahrscheinlich direkt Richtung Westmuriel schneller als die. 015. Ich will ja mal Weil die haben noch ihren Backcap nicht gemacht, die sind ihren Backcap sehr langsam. Wenn ihr direkt in Angriff geht, Ja, geiler wird's Scheiß. halt richtig gut. Hier in dem Stück, was wir eben gehört haben, spreche ich jetzt mit einem anderen Squad-Leader das weitere taktische Vorgehen ab. Ist eigentlich immer relativ einfach. Ich würde es nie so machen, dass das angreifende Squad immer im Angriff bleibt, sondern dass man überschlagend vorgeht. Das heißt, dass das Squad, was eigentlich eben verteidigt hat, sprich das Squad, mit dem ich eben geredet habe, überschlägt sich über uns, überspringt eine Flagge und geht in den Angriff. Und mein Squad wird weiter auf der Defense-Position bleiben. Und sollte das andere Squad die Flagge nördlich von uns gecappt haben, würden wir wieder die nächste Flagge angreifen und die überspringen.
Das ist einfach ein wesentlich besseres Vorgehen, weil wir dann, die jetzt aktuell im Angriff sind, ja schon auf Defense-Position sind und das wäre ja Schwachsinn, wenn wir da wieder abrücken würden. Ihr könnt auch eigentlich so fast direkt los, wenn ihr die Karte habt. Auch will ich nochmal einen kurzen Einschub machen. Hier funktioniert das natürlich alles gerade so gut mit dem anderen Squad-Leader, weil er auch redet, weil man mit ihm Sachen absprechen kann. Ich habe jetzt hier vielleicht auch ein bisschen so die Führung übernommen. Ich meine, irgendeiner muss einfach irgendwas sagen, ansonsten kommt nichts aus den Potten. Ihr werdet aber feststellen, dass wahrscheinlich in 75% der Fällen das nicht so ganz klappt, dass man die Taktiken so abspricht. Es gibt immer mehrere Probleme. Erstens, die Squad-Leader reagieren zu langsam. Dann mache ich es meistens so, dass ich den Leuten schon vorher Bescheid gebe, bevor die Situation eintritt. Das heißt, wenn ich weiß, weiß ich nicht, cappe zum Beispiel die Flagge, dann gebe ich denen schon 1 Minute vorher Bescheid und wiederhole es auch noch ein, zweimal mindestens, weil ich dann weiß, okay, die haben einfach 1 Minute Zeit, die sie brauchen. Ob jetzt selber verschuldet oder eben nicht, ist ja erstmal vollkommen irrelevant, aber sie haben diese 1 Minute Zeit, sich darauf vorzubereiten, um zum Beispiel vorzurücken, wenn das dann das weitere Vorgehen ist oder was anderes. Oder wenn jetzt zum Beispiel die Squad-Leader gar nicht mit euch reden oder irgendwas, kann man meistens sagen, dass es schlauer ist, wenn ihr in der Defense bleibt, weil es ist oft so, dass alle Leute vorstürmen dann wie die Bekloppten und man kann mit den Leuten nicht mehr reden. Es ist dann immer safe, in der Defense zu bleiben. Oder ihr müsst halt einfach schauen, wo fehlen gerade Leute, wo solltet ihr gehen in den Angriff oder in die Verteidigung. Ist dann eben sehr, sehr schwierig, wenn niemand redet, aber da muss man halt einfach durch und das muss man irgendwie handeln. Und es gibt aber dann auch ein paar Spiele, die richtig viel Spaß machen, wo dann die Leute mit einem reden. An dieser Stelle müssen wir nochmal zu einer kurzen, beispielhaften, markanten Situation zurückspulen. Feind-MG befindet sich im Norden. Jo, Copy, versuch das mal zum Laufen. Um nochmal auf die kleineren Taktiken zurückzukommen, das, was wir davor gemacht haben, sind ja eigentlich schon fast Endgame-Taktiken. Hier hat ja gerade ein Squad-Mitglied mir gemeldet, dass er im Norden ein MG ist. Ich gebe ihm durch, dass er das nach Möglichkeit umlaufen soll. Das ist einfach etwas, was man immer braucht. Flankieren, das ist die billigste Taktik, die es eigentlich gibt. Jeder Mensch kennt sie, aber jeder fällt darauf rein. Fast jeder fällt darauf rein. Ich natürlich nicht. Hoho. Jetzt sehen wir hier auf der Karte, ich zeichne einfach mal den MG in den Norden ein, es schaut nach Süden und natürlich gibt es viele Leute, die sehen, im Norden sind Gegner, also renne ich von Süden direkt frontal in den Norden. Aber ich meine, der MG-Schütze wird sich einfach noch freuen, weil er einfach am Ende 20 Kills gemacht hat, indem er einfach nur an der gleichen Stelle lag. Es wäre doch viel schlauer, wenn mindestens ein, zwei Leute einfach ein bisschen einen kleinen Kreis außen drum rumlaufen und den Gegner von der Seite flankieren. Weil erstens schaut der Gegner nicht in die Richtung. Und zweitens ist seine Deckung sehr wahrscheinlich Richtung Süden irgendwie ausgerichtet. Das heißt, ihr habt einfach schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das sollte man immer anwenden, auch als ganzes Squad. Wenn sich irgendwo ein ganzes Squad verbarrikadiert, dann geht eben nicht nur einer drum rum, sondern ihr sagt, okay, alle Mann jetzt auf meine Position, wir laufen jetzt außen drum rum, versuchen die Leute zu flankieren, lassen vielleicht noch ein, zwei Leute auf der alten Position, wenn dort sich niemand anderes mehr befindet, einfach um den Feind ja den Glauben zu lassen, dass die Leute immer noch auf der alten Position sind, um sie dann damit nicht auf Gedanken zu bringen, sich umzuschauen. Und dann umlaufen wir einfach, töten die Gegner, fertig und haben eigentlich schon die Flagge mehr oder weniger hier für uns dann dadurch entschieden, dass man einfach flankiert und nicht immer auf der gleichen Position bleibt. Du musst langsam auf Probi noch ein bisschen gut machen, Squad 4, sonst halten wir das nicht mehr lange. Spaß. Und auch hier gebt wieder Feedback an die anderen Squad-Leader. Ich sag dem angreifenden Squad-Leader zum Beispiel, dass wir das aus dem Bauchgefühl nicht mehr so lange halten können und er deswegen ein bisschen Gas geben soll. Meistens reicht dann in seiner Situation gesehen jetzt, dass er einfach ein, zwei, drei Leute schon mal in den Angriff schickt, während er die FOB aufbaut. Einfach damit der Feind ein bisschen panisch überreagiert, weil er sieht, oh, da sind ja doch schon Gegner, die unsere Flagge einnehmen wollen. Und damit entlastet er automatisch die Flagge, die jetzt mein Squad gerade verteidigt. Ja, wir sind gleich fertig mit FOB aufbauen. Und greifen dann an. Zu holen. Wo ist das denn? Die sind direkt vor uns Richtung Nord.
siehst du denn? Zwei Dinge, die wir dann jetzt hier auch schon sehen wieder. Erstens, die Karte als Squadleader benutzt man sehr oft, weswegen ich auch finde, dass Squadleader-Gameplay nicht wirklich schön zuzuschauen ist. Dafür kann ich als Tipp geben, dass ihr einfach die Karte auf die Daumenknöpfe an der Maus bindet. Da hat man ja oftmals zwei. Auf dem einen mache ich immer die Karte auf und zu, auf dem anderen kann ich rein und raus zoomen. Und dann habe ich das einfach immer direkt parat, um zu schauen, wo gegnerische Truppen sich bewegen, wo meine Leute gerade sind und wo die eigenen anderen Squads gerade sind. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass wir jetzt auch so ein bisschen diese Flankenbewegung durchführen. Ich schaue auch immer, wo sind die anderen Squads und versuche immer genau von der anderen Seite zu kommen. Wir sehen, hier gibt es jetzt Squads, die von Osten kommen. Ich versuche mit den Leuten von Westen zu kommen. Da wollten wir eh schon das ganze MG und die anderen Leute umlaufen, die dort sind. Und dann nehmen wir die Gegner praktisch in eine Zangenformation, in ein Zangenmanöver. Und damit sind sie eigentlich nur zum Aufgeben gezwungen. Kannst du versuchen, mich an der Waffe wieder zu holen, wenn du mich nicht siehst? Sackbeule, spawn mal dann an der FOB rein, schnapp dir mal den Lodgy und hol mal Supplies aus der Main. Perfekt. 50-50 oder wie willst du? Ja, mach erstmal 50-50. Jetzt kommen wir an eine Stelle, an der viele Squadleader, Spieler und auch ich zähle mich dazu, öfter mal scheitern. Die einen mehr, die anderen weniger. Und zwar das Vorausplanen von Taktiken oder Manövern. Und zwar weiß ich schon, okay, mir wurde durchgegeben vom anderen Squadleader, die nächste Flagge wird schon gecapped. Unsere Flagge ist eigentlich sauber und absolut safe. Das heißt, wir können uns eigentlich schon vollkommen auf das Abrücken vorbereiten. Und bevor die nächste Flagge gecapped ist, ist mein Plan, dass ich schon mal irgendwas anderes machen werde, wofür ich sehr wahrscheinlich eine FOB brauche, wozu wir aber im Detail in der nächsten Folge kommen werden. Und ich schicke jetzt schon mal jemanden los, der Supplies aus der Mainbase holt. Weil wenn ich ihn natürlich jetzt schon losschicke, habe ich natürlich in 2-3 Minuten Supplies und Zeit ist nun mal sehr, sehr kritisch. Und wenn ich eine Minute vorher irgendwo bin als der Gegner, dann habe ich einfach einen immensen Vorteil, weil ich vielleicht schon eine FOB ausschaufeln konnte oder was auch immer. Und darum suche ich mir jetzt hier jemanden raus. Ich schaue ganz kurz im, wie nennt man das? Im Screen nach, auf dem Bildschirm, wer gerade tot ist, wer vielleicht irgendwo gerade spawnen kann an der FOB, wer welche Klasse hat und selektiere erstmal danach. Jeder, der schon mal kein Medic und kein Antitank ist, ist prinzipiell schon mal ein Logi-Fahrer, ein potenzieller. Zur größten Not muss man es halt auch einfach mal selber übernehmen, was immer relativ kritisch ist, weil man dann die Übersicht auf dem Schlachtfeld einfach nicht mehr hat. Und in dem Fall nehme ich einfach unseren toten Grenadier, sage ihm, er soll erstmal in die Mainbase fahren. Er fragt, ob er 50-50 machen soll. 50-50 oder wie willst du? Das heißt 50% Bausupplies, 50% Munition. Ich sage erstmal ja. Zur Not kann ich das ihm auf der Fahrt immer noch, oder kann ich das auf der Fahrt immer noch ändern. Aber jetzt erstmal, damit er wegkommt, erstmal losfährt, ich nicht ewig überlegen muss, erstmal einfach los und die Details kann man später klären. Komm mit. Zum Abschluss gibt es da nochmal ein kurzes Beispiel, warum man als Squadleader nicht fahren sollte. Aber wir schauen dann im nächsten Teil, wie das Ende ausgegangen ist. Wir gehen dann ins Endgame. Wir haben ja jetzt das Midgame gemacht, wo es eigentlich ein paar wichtige Sachen gibt, die man mitnehmen sollte. Das erste ist, flankiert, flankiert, flankiert. Es klingt immer mega einfach. Man denkt, jeder hat diese Taktik mittlerweile durchstiegen. Sie funktioniert zu 95% immer noch. Das heißt, lasst ein, zwei Leute auf eurer alten Position, lauft mit ein paar anderen einfach drumrum und schaltet die Gegner von der Seite bzw. von hinten aus. Alleine könnt ihr das auch vollkommen machen, wenn ihr im 1 gegen 1 seid. Lauft nicht da lang, wo der Gegner euch erwartet, lauft ein bisschen drumrum und dann habt ihr meistens eigentlich einen Vorteil. Ansonsten plant mit euren Squad-Leadern das weitere Vorgehen, wenn die ganzen Flaggen soweit gecapped sind bzw. der Status soweit erreicht ist, dass man eben weiteres Vorgehen machen kann. Geht überschlagend mit den Squads vor. Bedeutet, wenn ihr im Angriff seid, die Verteidiger in der Verteidigung und ihr im Angriff die Flagge cappt, dann können eure Verteidiger aus der Verteidigung in den Angriff eure Flagge überschlagen und weiter vorgehen. Damit spart ihr einfach viel Zeit, denn Zeit ist auch immer sehr wichtig, wie wir gelernt haben. Ich hoffe, es hat euch soweit geholfen. Lasst mir gerne Feedback da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im letzten Teil, dem Late Game. Bis dahin, adios, ciao, ciao.